Willkommen bei LZ Parts im Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Was habe ich heute für euch? Dacia Duster 2. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, es gibt so viele Änderungen an dem Wagen, dass ich wirklich nicht weiß, wo ich eigentlich anfangen soll. Also ich mache es jetzt ganz einfach mal so. Es streuen sich schon wieder gewisse Gerüchte im Internet und da will ich mal ein bisschen entgegenwirken. Übrigens wünsche ich euch allen noch ein frohes neues Jahr, ist noch Zeit dafür, passt. Ich bin gut reingerutscht, bin nicht schwanger, ich habe nur Raclette, das geht auch wieder weg. Okay, ich werde den Duster jetzt mal, den Duster 2, jetzt mal hier rausfahren, ich drehe den einmal um, mal blinken, mal bremsen, dann sieht man das vielleicht auch gleich, muss man mal schauen. Ich mache das einfach mal, erstmal machen wir die Tür auf. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausgesehen hat. Ich werde es trotzdem online stellen. Der Grund, warum ich jetzt so ein bisschen versetzt zur Hebebühne reingefahren bin, ist folgender. Ich kann dann natürlich besser von der Seite das Ganze mal zeigen. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Stell die Kamera mal ein bisschen weiter runter. Okay, ich hoffe, das geht so. Weil zum Punkt Einstieg. Ja, machen wir es so. Jetzt haben wir es einigermaßen. Okay. Tür. Lässt sich schön weit öffnen. Und ich stehe jetzt hier auf der Hebebühne jetzt nicht. Rechten Fuß rein, den Diener machen und rein. Weil das Dach ist etwas tiefer jetzt. Die ganze Windschutzscheibe ist schräger gestellt, weil weniger Windgeräusche. Je steiler die Windschutzscheibe angestellt ist, desto weniger Luftwiderstand haben wir. Ganz normal. Worüber haben sich viele mittlerweile aufgeregt? Die Gurthöhenverstellung ist nicht da. Teilweise steht im Ausland in den Preislisten sogar drin mit Gurthöhenverstellung. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder wie auch immer. Fakt ist, wir haben hier einen Dacia Duster Prestige. Und der hat sie nicht. Also sie ist definitiv nicht da. Das ist nicht ganz so schlimm. Warum? Komme ich jetzt auch noch zu? Weil ich selber bin jetzt 1,87. Den Sitz haben wir jetzt im Anschlag. Das ist mir aber schon fast zu weit hinten und ich bin schon fast im durchgedrückten Bereich. Der Punkt ist aber auch, wenn ich jetzt hier auflege, ich habe hier wesentlich mehr Sitzfläche. Also der Dacia Duster 2 hat mehr Sitzfläche. Optional gibt es natürlich dann auch die Lenkradhöhenverstellung und neu in der Tiefe natürlich auch. So, ich muss es, damit ich leicht angewinkelt bin, so ist es am besten für mich. Vom Gurt her passt das wunderbar. Ist nicht zu hoch und nicht zu tief. Höher
will ich gar nicht, weil dann bin ich hier schon wirklich fast unterm Dach. Ja, das ist mir, na, so ein Stück Kopffreiheit habe ich nur nach oben. Da will ich gar nicht hin. Wobei, das ist natürlich eine persönliche Sache. Manche sitzen ja auch so hinterm Steuer. Das wird dann hier echt schwierig, weil da bin ich schon mit dem Kopf an der Sonnenblende. Also, den Sitz mal ganz nach unten. Und dabei geht er nach unten und ein Stückchen noch nach hinten. Und es geht ein ordentliches Stück nach unten. Jetzt ist es mit dem Gurt absolut angenehm. Ich brauche also hier nichts einstellen. Und mal ehrlich, wer sein Gurt zu Hause eingestellt hat, der geht an die Höhenverstellung nie bei. Viele wussten gar nicht, dass sie eine Höhenverstellung haben, sind eingestiegen in den Wagen und haben die nie benutzt. Ist wirklich so. So, also für mich 1,87, wunderbar. Ich habe jetzt so ein Stück nach oben. Richtig Freiheit. Ich komme vorne überhaupt nicht mehr gegen. Der Sitz ist natürlich nach unten gestellt. Für mich passt das. Für mich passt es absolut. Wenn andere natürlich was Schlechtes da drin sehen wollen. Es gibt ja auch eine deutsche Nobelmarke mit einem Sportwagen. Der hat auch keine Gurthöhenverstellung. Also das ist also nicht irgendwie günstige Klasse, teure Klasse. Nein, viele weichen davon schon wieder ab. Sie gleichen es aber aus. Das ist auch der Trick des Ganzen, über die Sitzhöhenverstellung. Ich habe mir mal vorhin ein paar Daten aufgeschrieben. Wenn noch in den Dacia Duster 1 Phase 2 eingestiegen und habe da mal gemessen. Und ihr könnt ja jetzt mitschreiben. Also Sitz ganz runtergestellt bei Phase 2. Haben wir in der höchsten Gurtverstellung 82,5 cm von der inneren Naht des Sitzes hinten gemessen. Und in der tiefsten Stellung der Gurthöhenverstellung haben wir 74,5. Wenn der Sitz ganz oben ist, haben wir 80,5. In der höchsten Stellung, in der tiefsten Stellung 71,5. Wir haben hier beim Dacia Duster 2 sitztief 77,5 zu 72,5. Das ist also jetzt nicht die Welt. Fakt ist, derjenige, der etwas kleiner ist, wobei Napoleon war auch groß, der wird es hinkriegen über die Sitzhöhenverstellung. Und der nächste, der eben halt gut gedüngt ist und in die Luft geschossen, nicht groß ist, meistens lang, der kommt damit auch klar. Ich zumindest für meinen Teil. Das wollte ich zum einen schon mal sagen, zum Dacia Duster 2. Was haben wir noch? Dann sagte jemand, ist die Rücksitzbank kleiner geworden in der Sitzfläche. Also der Phase 2 hat 47 cm in der Sitzauflage der Rücksitzbank. Und der Dacia Duster 2 hat 48, also einen Zentimeter mehr. Wir haben auch hier bei den Sitzflächen eben, ich müsste jetzt nachgucken, aber es ist, ich glaube, 2 cm oder 3 cm. Ganz genau, nagelt mich nicht drauf fest, aber beim Dacia Duster 2 ist die Oberschenkelauflage deutlich besser geworden. Okay, was gab's noch? Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Auto, weil Neuerungen sind eben halt eine Vielzahl. Und wenn ich mal, vielleicht hört man das, mach mal die Tür, halte mal den Griff gezogen. Hört man dieses Plop? So hört man es nicht. Aber nehmen wir mal die hintere Tür. So hört man es nicht. Also, ich lenke euch mal vom Blick her. Ich habe da zwar nicht viel Licht, aber mal hier auf den hinteren Teil. Und zwar genau da,
hinter dem Stoßfänger, unter der Rückleuchte, sitzt die Zwangsbelüftung, vom Dacia Duster. Und der ist so saugend, schmatzend von den Türen her, absolut dicht. Das klingt richtig gut, weil die Deutschen sind ja eigentlich Türenknaller und Cockpitstreicher. Also diesen Türenknallertest im Autohaus, den ja viele vollziehen, weil das ja viel über die Qualität eines Fahrzeugs aussagt. Mittlerweile hat diesen Test Dacia mit Bravour bestanden. Braucht ein bisschen Schwung. Funktioniert. Das hält. Es gibt ja Leute, die monieren das absolut, diese Rückleuchten. Viel zu nah am Jeep Renegade. Das ist kein Jeep Renegade, das ist ein Dacia Duster. Und derjenige, der sein Auto kennt, der wird es auch nachts nachher erkennen. Das wird nicht das Thema sein. Und es, ich versichere es euch, in Natura sieht es deutlich besser aus als auf einem Video oder irgendein Foto oder wie auch immer. Ja? Wir haben hier schon den Ladekantenschutz unten drauf. Das ist ein bisschen dunkel jetzt. Ich habe hier, Moment mal. Ich kann ja mal ein bisschen Star Wars spielen. Ist ja gerade aktuell. So, dann holen wir mal die Sonne. So, jetzt kann man das hoffentlich besser sehen. Also Kofferraum zu Phase 1 bzw. Phase 2 oder Dacia Duster 1 im Vergleich zu Dacia Duster 2. Da hat sich eigentlich so gut wie gar nichts geändert. Weder in der Breite noch in der Tiefe. Ist nicht vorhanden. Wir haben hier eine EasyFlex Kofferraumwanne drin. Was aber auffällt, ist, dass hier alles schön verkleidet ist. Das ist so gemein. Ich habe so das Gefühl, irgendjemand profiliert sich bei Dacia auf meine Kosten. Also Ladekartenschutz haben wir hier jetzt auch schon. Tja, das Internet ist irgendwie nicht für mich gemacht, habe ich so das Gefühl. Naja, Spaß beiseite. Wir haben hier eine richtige tiefe Öffnung in der Seitenverkleidung. Man kann es auch Teppich nennen. Sonst würde nämlich hier das Klett von der EasyFlex Kofferraumwanne gar nicht halten. Hier ist zeitgleich auch Ladekantenschutz. Ups, ach, wenn ich das Licht reinmache, meinen wir die umschaffen? Ja. Okay, dass man das mal gesehen hat. Also, Kofferraum ist komplett ausgekleidet. Das heißt, die Materialien, die jetzt hier genommen worden sind, vom Teppich her, von der Seitenverkleidung, das macht alles einen viel, viel wertigeren Eindruck. Aber es ist nicht nur der wertigere Eindruck, das ist auch wesentlich mehr Trägheit vom Material her. Und das bedeutet zeitgleich auch Geräuschentwicklung aus dem Kofferraum, Radläufe, Abrollgeräusche oder wie auch immer, sollten dadurch auch deutlichst minimiert worden sein. Hundertprozentig. Weil was anderes haben wir ja vorher auch nicht gemacht. Okay. Tja, was gibt es noch? Dritte Bremsleuchte ist jetzt mit LED-Technik. Nett. Kommt man für den Dacia Duster 1, Phase 1 und Phase 2. Und natürlich von, könnt ihr nach wie vor immer noch von uns bekommen. LED-Bremsleuchte haben wir extra gebaut für das Auto. Der Schriftzug hat sich auch geändert. Das U ist anders, das S ist anders, das R ist auch anders geworden, nicht das D. Gut, nehmen wir die Sonne mal wieder beiseite. Wir legen mal auf den Boden.
im hinteren Teil unserer Dialogannahme haben wir nicht ganz so viel Licht. Soll ich mal auf die Bremse treten? Brauche ich glaube ich nur für. Ich muss mal kurz gucken. Okay. Dann hat man die Bremsleuchten auch mal gesehen. Rückfahrlicht wie auch Nebelschlussleuchte sind jetzt unten im Stoßfänger integriert. Rückfahrlicht dementsprechend auf der Beifahrerseite. Ach, nochmal Zündung an. Tja, Einparkhilfe funktioniert auch. Rückfahrkamera sitzt hier unter dem S. Und der Rückfahrscheinwerfer eben halt genau da unten rechts. Weiß nicht. Ich finde das ziemlich englisch. Aber ich finde es auch nicht unbedingt gut. Das finde ich nicht unbedingt toll. Und zur Information, das was ich hier sage, ist ausschließlich meine Meinung. Das ist nicht die Meinung von Renault oder Dacia oder von unserem Autohaus oder wie auch immer. Das ist meine Meinung. Ja, das muss man ganz klar und deutlich dazu sagen. Denn man muss wissen, im Bereich Rückfahrlicht, so wie wir es hier unten am Dacia Duster haben, auf der rechten Seite, gibt es ja bestimmte Vorschriften in der STVO bezüglich lichttechnischer Einrichtungen und so weiter und so fort. Da haben sich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Bezüglich Beleuchtung. Kann ich echt nicht sagen. Aber ein Rückfahrscheinwerfer, nur falls die Frage aufkommt, ja, ein Rückfahrscheinwerfer nachrüsten oder wie auch immer. Ein Rückfahrscheinwerfer darf immer nur geradeaus nach hinten leuchten und darf maximal 10 Meter hinter das Auto leuchten. Also es muss erkennbar sein, dass man rückwärts fährt. Ich halte eine solche Vorschrift für absolut überholt, aber meine Meinung schert sich dann nicht jemand oder interessiert meistens auch keinen. Und wenn, dann müsste ja praktisch irgendetwas geändert werden, eine Vorschrift. Wahrscheinlich gibt es dann auch ein Formular für das Formular, was man dann ausfüllen muss oder wie auch immer. Es ist so, Rückfahrscheinwerfer maximal 10 Meter hinter das Auto. Bauart bedingt. Man hat ja das Gefühl im Dacia Duster 2, es ist alles enger geworden. Stimmt, das Gefühl hat man. Ist aber nicht so. Gibt ja einen Grund dafür. Weil die Scheibe ist zwar jetzt steiler und das Dach vielleicht ein bisschen gechoppter, aber die Seitenscheiben sind nicht mehr ganz so groß. Ebenso hinten und ganz hinten, also ab B-Säule zur C-Säule. Dafür sind die Außenspiegel deutlich größer. Das gibt ein ganz anderes Raumgefühl in dem Fahrzeug. Also ich fühle mich wohl im Dacia Duster 2. Sage ich auch ganz ehrlich. Ich sagte ja, irgendjemand profiliert sich vielleicht auch bei Dacia. Ich weiß es nicht, auf meine Kosten. Wie gesagt, das Internet ist eigentlich nicht für mich gemacht. Die Scheibenwaschdüsen sind Fächerdüsen. Okay. Was ist besser geworden? Wir haben Hochtöner. Und zwar im Cockpit, im Board, obendrauf, passiv gegen die Scheibe. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es auch nicht nachgemessen. Ich kann es auch nicht nachmessen.
es ist die Rede davon, dass dickeres Glas zum Einsatz gekommen ist. Das heißt, Glas rundum, Frontscheibe, Seitenscheiben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist definitiv die Rede davon. Und es ist auch naheliegend, weil wenn ich die Scheibe schon schräger stelle, das ganze Board 10 cm nach vorne ziehe, die Motorhaube ein bisschen kürzer mache, die Reling überarbeite, dass sie Strömungslinien begünstigt ist bezüglich Wind und Windgeräusche, weil das ist ja das, was nervt, und die Dachantenne nach hinten gesetzt wird, dann hat jemand irgendetwas gemacht in Bezug auf Geräuschdämmung. Was die Türen betrifft, sauber, satt. Kann ich nicht anders beschreiben. Um den Innenraum kümmern wir uns heute nicht viel. Weil dann müsste ich gleich nochmal rausfahren und dann wieder reinfahren, damit wir auf die andere Seite kommen. Vielleicht mache ich das noch. Motorhaube. Zwei Lifter. Das heißt nicht, dass man sie besonders oft aufmachen muss. Nein, definitiv nicht. Es ist nur, ja, das ist High Class, ne? Oder? Nennt man das so? Ist es. Eine Motorhaubendichtung haben wir hier nicht. Da kümmere ich mich drum. Verspreche ich euch. Motorhaubenanschläge. Die Motorhaube sitzt wirklich hier absolut sauber, da klappert nichts und so weiter und so fort. Man kann dennoch natürlich immer noch die Motorhaubenanschläge tauschen gegen bewegliche, wer es möchte. Man kann immer noch Domlagerkappen setzen, wer es möchte. Nicht das Thema. Habe ich noch eine Lampe da? Ich habe eine Lampe da. In diesem Bereich hier, da kann man komplett reingucken und bis nach unten hin. Man sieht hier sehr schön die Dämmung. Die Dämmung kennen wir von der Phase 2. Die Dämmung für die A-Säule im Radkasten haben wir ja auch im Shop zum Nachrüsten. Wer jetzt noch eine Phase 1 hat, die bringt eine ganze Menge an Geräuschminimierung. Wenn man hier auch reinguckt, kann man von innen hier an den Radlauf gucken und hier am Radlauf ist komplett Dämmmaterial aufgebracht. Es gibt ja auch Sprühdämmmaterial. Das ist dort im Kranz sozusagen am Radlauf von innen komplett richtig schön konserviert und ist zeitgleich auch wieder eine Geräuschminimierung in Form von Abrollgeräuschen. Hier ist richtig viel Platz. Hier kommt man richtig gut an die Lampen ran im Lampenwechsel, wobei wenn ich den Wagen gleich mal umfahre und wir von der anderen Seite mal abfilmen, zeige ich euch auch noch, wie man an die Lampen rankommt und was dabei eben halt auch noch passieren kann. Ich habe es ja versprochen, ich wollte ja ein Live-Video machen, das hat nicht funktioniert. Wir werden hier in der Dialogannahme demnächst definitiv Live-Videos machen. Aber dann kommt hier erstmal noch ein Router hin und dann läuft das richtig gut, dass wir da die Verbindung nicht wieder verlieren. Wir wollen ja die Verbindung zu unseren Kunden. Definitiv. Macht doch auch Spaß. Okay. Ja, ich würde sagen, ich parke ihn nochmal um und dann kommen wir mal zur anderen Seite. Weil da war noch eine Frage, glaube ich, bezüglich der Schublade, die haben wir hier auch drin, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Thank you.
Saldo knapp aus. Also Rückfahrkamera, Einparksensorik, funktioniert hervorragend. Übrigens, natürlich habe ich versucht, das Trenngitter mal reinzupacken. Das passt nicht mehr. Also unser herausnehmbares Trenngitter für Dacia Duster 1, Phase 1 und Phase 2, passt beim Dacia Duster 2 nicht mehr. Aber ich kann euch versprechen, wir sind da schon dran. Okay? Was habe ich als nächstes für euch? Beifahrerseite. Und das ist für mich sehr interessant in der Form, weil hier liegt so ein Teil. Ja? Das ist normalerweise im Handschuhfach so drin. Da ist die Handschuhfachbeleuchtung. Und das ist der Deckel oben. Und wenn man diesen Deckel rausnimmt im Handschuhfach, dann kann man, ich zeige euch das gleich, da wunderbar reingucken. Okay. So, sitz mal nach ganz hinten. Kamera mal wieder ein bisschen weiter runter. Ein bisschen anders aufstellen. Ich bin hier ganz alleine. Es ist richtig schön ruhig. Der Grund ist, heute machen wir mal eine Überstunde. Okay. Damit man auch mal sieht, wie sieht eigentlich diese Schublade, die unter dem Sitz ist, aus. Okay. Also, ich weiß jetzt gar nicht. Na, schon aufgehen hier? Hier wird weiter gefilmt, ja? So, jetzt haben wir es wieder. Ist halt fast live. Wie soll ich jetzt messen, die Schublade? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schließt die Schublade mit der Sitzkante hier ab, mit der Auflage. Vorne, das ist so ziemlich fast eine Linie nahe, bis auf 1,5 bis 2 cm. Okay. Da kann man ein bisschen was reintun. Da geht es noch so 10 cm in die Tiefe, also als Platz nach hinten weg. In der Breite 30 cm. Passt. Na, in der hintersten Stellung des Beifahrersitzes. Okay. So sieht man davon natürlich nichts mehr. Frage ist, wer sitzt so? Weiß ich nicht. Okay, so wahrscheinlich er. Und eben halt ganz hinten. Okay. Puh, hole ich mal Licht. Licht. So. Das legen wir mal hier hin. Dann machen wir mal das Handschuhfach auf. Und dann hoffe ich mal, dass ich das so hinbekomme. Nicht irgendwo einen Knopf drücke, nicht, dass mir das Video ausgeht. So. Also, Handschuhfach. Hier ist der Stecker von der Beleuchtung, von dem Deckel, den ich euch gerade eben gezeigt habe. Jetzt leuchten wir hier mal rein und siehe da, die gesamte Stirnwand ist richtig schön abgedämmt. Und das, was ich ja nachher immer gerne mache, unsere Sound-Upgrades, die wir nachher wieder anbieten werden, da kommt hier oben auf diesen Deckel die Endstufe hin. Da sitzt sie dann auch richtig gut. Und wenn man da mal ran muss, dann geht das auch ganz, ganz leicht. Das ist sozusagen die Serviceklappe für Sound Upgrade. Finde ich richtig klasse. So sieht das Ganze aus mit einer manuellen Klimaanlage. Dass man das auch mal gesehen hat. Wie gesagt, die Lichtverhältnisse sind momentan bei Nacht nicht die besten. Okay. Ja, was soll ich noch sagen?
ganz ehrlich, ich finde den Dacia Duster 2 richtig gelungen. Und zwar ist das wirklich nicht nur oberflächlich betrachtet, sondern auch wenn wir nochmal die Lampe nehmen. Und mal in den Radkästen reinleuchten, dann seht ihr, dass das komplett schön verkleidet ist. Bis oben hoch passt. Und selbst hier an den Seitenwänden ist alles nicht mehr so silber. Das sah ja vorher nicht so toll aus. Hinten nach wie vor nicht komplett gekapselt. Das kennt man. Glaube ich. Okay. Ladekantenschutz in Chrom. Kann man von außen dann den Schriftzug ablesen. Das hatte ich, glaube ich, schon. Den Schriftzug. Na, machen wir es mal so. Hat sich, wie gesagt, ein bisschen geändert. Sehr dezent an der Dachreling übrigens. Keine Aufkleber mehr, das ist richtig schön 3D-technisch erhaben in Chrom. Sieht gut aus. Scheiben, hatte ich vorhin schon erwähnt, sind deutlich kleiner geworden. Was heißt deutlich? Also die ganze, wie wollen wir es nennen, ja, Hüftlinie ist weiter nach oben gezogen. Und dadurch wirkt es innen drin natürlich ganz, ganz anders. Okay, ich hoffe, dass ich mit diesem Video erstmal ein bisschen weiterhelfen konnte. Da kommt noch eine ganze, ganze Menge mehr. Zubehörvideos werden dementsprechend auch kommen. Frontbügel kümmern wir uns schon drum. Wir kümmern uns auch darum, dass wir einen Frontbügel haben, der kompatibel ist mit der Frontkamera, mit den Roundview. Da wird nämlich hier, dort genau sitzt dann die Kamera. Was natürlich noch nicht schlecht wäre, wäre ein Steinschlagschutz, irgendwie eine Linse für eine Kamera. Also ich bin an so vielen Dingen dran, ich will aber auch nicht zu viel sagen, sonst klauen mir alles nachher, ja, die Ideen. Und das finde ich nicht so toll. Okay, hoffe wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.